Wir dürfen gleich nicht bändigen, wenn wir verdursten. Okay. Tunes, gibt's das noch? 65 bis 400 Meter. Die Tunes beginnen ab etwa 1000 Meter in westlicher Richtung vom Startpunkt. Das sehr große Gebiet, fast 2 Kilometer lang, liegt am west- und nordwestlichen Rand der Karte. Es grenzt im Osten an die Biome von Nord und Süd. Nördlich Blood Kelp Zone, Mushroom Forest, ein kleines Stück Kelp Forest und Grassy bla bla bla. Okay. Tunes Höhle. Und Grassy Pleasure Höhle. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde es gern finden, und zwar hier. Weil wir sind auf alle Fälle in der richtigen Zone dafür. Aber anscheinend sind die Dinger hier sehr rar gesät. Und mit sehr rar gesät meine ich unglaublich rar gesät. Und wir werden gleich verdursten und ich kann nichts dagegen machen. Das sind schon mal ein paar andere Pflanzen zumindest. Ich hasse das Geräusch. Halt's Maul, ich hab nix zum Trinken da, ich kann mir auch nichts zum Trinken machen. Scheiß Viecher immer. Ja komm, schwimm. Muss nicht noch die Diskette hochhalten. Oh, ich hab was gefunden, eine Diskette. Da finde ich einmal andere Pflanzen und dann sind es nicht die richtigen. Ja. Genau das wollte ich tun. Zwei, vier.
5 brauche ich. Ich kann die ganzen Ionenwürfel nicht hier. Scheiße. Wir sterben jetzt hier. Wir sterben jetzt hier und schwimmen wieder zurück. Hier kann ich nämlich auch meine Ionenwürfel verlieren. Die kann ich hier wieder aufheben. Wenigstens sterbe ich satt. Ich hätte es wahrscheinlich noch nach Hause geschafft, aber... War unser zweiter Tod, ne? Wir haben die Ionenwürfel behalten? Und die Tafeln haben wir auch behalten? Wir haben sogar den Nährstoffblock behalten. Warum ist denn das Tauchvieh rot? Hier, da müssen so, also jetzt nicht hier, aber mit anderen Pilzen zusammen müssen das so Dinger sein. Ich werde jetzt beim Hinweg ein bisschen aufpassen, ob ich sowas finde. Weil das ist das Einzige, das mir noch fehlt und wir suchen jetzt schon über eine halbe Stunde. Es ist 5:30. Ich will das Projekt heute beenden. Das ist nervig. Ich hätte mir Blasenfische mitnehmen sollen. Wir werden zu Hause die Sachen mal abladen. Falls die Seemotte nämlich kaputt geht oder ich sterbe mit dem Zeug im Inventar, sind wir auf der safen Seite. Haben wir überhaupt irgendwas verloren? Ja. Ja, ein bisschen Titane. Okay. Der Titan juckt mich gar nicht. Ja. Wie lange soll ich heute noch wach bleiben?
Ich will nicht noch eine zweite Aufnahmesession starten. Das Spiel macht Spaß, aber ich will es auch mal beendet haben. Und jetzt scheitere ich daran, dass ich ein Objekt nicht finde, das anscheinend bei den Lampenbüschen zugegen sein soll. Und da ist einfach keine andere Pflanze. Gar keine andere Pflanze. Wo ist denn jetzt mein Zuhause? Da. Zwei Ionen Batterie, ein Silikongummi. Zup, 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 zup. Ionenwürfel, Gold und Silber. Haben wir kein Silikongummi mehr? Nein. Gold. Ich hoffe, wir brauchen kein Gold für Neptun. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir Ionen-Energiezellen brauchen für den Neptun. Ja, geh's mal weg, danke. Alter, wie der Typ an den Ding gerade geklebt hat. So, dann suchen wir jetzt nach Dünns. Die Dünns beginnen ab etwa 1000 Meter in westlicher Richtung vom Startpunkt. Startpunkt, Startpunkt. Da. Also quasi da, 1000 Meter.
Ich finde die Scheiße da nicht, dann rast ich aus. Ich weiß nämlich, ich weiß es nicht, aber ich kann mir mit sehr großer Wahrscheinlichkeit vorstellen, dass ich nämlich noch Gold fahren muss. Ich meine, ich weiß, wo ich Gold herbekommen kann. Blei, Gold, wenigstens ein Gold. Ich weiß halt, wo ich gut Gold farmen kann, und zwar bei der Alien-Basis mit dem Geschütz. In der Höhle gab es relativ viel Gold. Da werde ich dann auch farmen, wenn ich es muss. Aber ich will halt zumindest schon mal so weit kommen, dass ich sagen kann, dass ich mit Sicherheit sagen kann, dass ich das Projekt heute beenden kann. Also für mich, also für eine Aufnahmesession heute. Das ist das nicht, oder? Nee. Muss die Scheiße sein. Fuck you, Scheißfische. Ihr seid extrem nervig. Käfer machen wir irgendwie Angst. Die Riesenkrabben. Das sind da viele von den Dingern. Aber das sieht aus wie das Dunes-Gebiet. Klubscher. Was sind denn Klubscher? Aha, okay, die kleinen Fische da. Kalkstein, Metallschrott, Quarz. Das muss das Gebiet sein. Schon wieder bei so Pilzen dran. Aber das sind normale Höhlenpilze und keine Tiefenpilze, also so Säurepilze. Und ich sehe hier aber nur Tiefenpilze. Schwimmen wir mal wieder auf 1000 Meter ran.
glaube, ich fahre gerade in die komplett falsche Richtung. Obwohl das hier halt höhlenartig ist, ne? Und in Höhlen sollen die Dinger ja auch sein. Man merkt halt schon sehr großen Energieunterschied, ne? Weil die Seemod, der hat quasi noch nichts an Energie eingebüßt. Finde ich nicht mehr raus. Die werden halt nicht als gefährlich angestuft. Ich mag sie trotzdem nicht. Sie sind ekelhaft. Ich glaube, man merkt, dass ich jetzt langsam müde werde, weil ich habe jetzt nicht allzu lang geschlafen. Deswegen habe ich auch vor, dass ich um spätestens 5 schlafen gehe. Kann ich aber auch komplett vergessen, weil in 15 Minuten ist es schon 5. Das heißt, ich muss noch eine zweite Aufnahmesession starten. Das, muss ich sagen, regt mich krass auf. Viecher gibt's auch überall, was die scheiß Alien-Spinnendinger. Die ekelhaften. Alter, was bist denn du so Schrottseemädchen? Bleib mal da. Das macht mich fertig. Und die Fische in dem Gebiet, sie sind so nervig. Die Fische finde ich mit Abstand am nervigsten. Die treffen mich am allerwenigsten, aber die schreien mich immer an.